Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim M1M Tech Channel. Mein Name ist Marc und heute am 4. Advent geht die Xmas Party ins Finale. Die letzte Tür strahlt dabei ganz besonders und das auch noch in bis zu 16 Millionen Farben eurer Wahl. Die achte und letzte Tür meiner Xmas Party geht an Philips Hue und die haben euch ein echtes Hammerpaket zusammengestellt. Angefangen mit dem bunten Starter-Kit über die Play HDMI Syncbox bis hin zum nagelneuen und fast überall ausverkauften Gradient Lightstrip in der Größe eurer Wahl. Wie ihr drankommt, erfahrt ihr gleich. Fangen wir aber der Reihe nach an und legen mit dem Starter-Kit los. Hier bekommt ihr die Hue Bridge, quasi das Herz der ganzen Beleuchtung, mit der dann alle Lampen und Leuchtmittel verbunden werden und so überhaupt erst miteinander kommunizieren können. Dazu gibt es einen Dimmer, den ihr entweder an der Wand befestigen oder auch als Fernbedienung nutzen könnt. Damit aber noch nicht genug, auch zwei E27 White & Color Ambience Leuchtmittel gibt es noch im Set dazu. Alle News rund um meine Xmas Party und vielleicht noch die ein oder andere Überraschung findet ihr auch auf meinem Instagram-Account. Checkt das also auf jeden Fall mal ab. Damit seid ihr nun schon mal in der Welt von Hue angekommen und könnt nach Montage der Bridge eure Lampen smart steuern. Die Installation ist denkbar einfach. Neben Strom benötigt die Bridge nur noch einen Netzwerkanschluss zu eurer Internetverbindung. Da das Teil ja mit der Beleuchtung auch recht schick aussieht, habe ich das Ganze an der Wand angebracht. Natürlich so, dass man vom blauen Licht auch noch was sieht. Die E27 Leuchtmittel sind für mich der absolute Klassiker und damit ging damals meine Hue-Sammlung auch erst so richtig los. Ich mag es immer wieder gerne, einfach das Licht je nach Stimmung in der Farbe ändern zu können und sind wir mal ehrlich, RGB-Beleuchtung kann man doch nie genug haben. Weiter geht es mit der Play HDMI Syncbox. Das Teil wird unter anderem für den Gradient Lightstrip benötigt und synchronisiert TV-Inhalte mit der Beleuchtung. Ihr könnt euch das wie ein Hub vorstellen, an dem ihr 4 HDMI-Geräte gleichzeitig anschließen könnt. Dabei wechselt die Box automatisch den Eingang, sobald ein Signal anliegt. Die Box selbst wird dann mit dem TV am HDMI-Port verbunden. Die Informationen werden jetzt von der Syncbox in Echtzeit an die Bridge gesendet, die wiederum die Farben analog zum TV-Bild steuert und damit diese extrem coolen Effekte möglich macht. Damit euer Setup dann komplett ist, gibt es auch noch mein persönliches Highlight dazu, und zwar den Gradient Lightstrip in der Länge eurer Wahl. Zur Verfügung stehen 55 Zoll, 65 Zoll und 75 Zoll, je nachdem, was da am besten zu eurem Fernseher passt. Beim Gradient Lightstrip handelt es sich nicht einfach um einen normalen LED-Streifen, sondern um eine Nachrüstung für Ambilight und das für jedes TV-Gerät. Der Lichtschlauch selbst ist bereits mit einer diffusen Abdeckung ausgestattet, sodass man an der Wand keine einzelnen LEDs erkennt, was ja gerade bei den normalen Lightstrips der Fall ist, zumindest wenn der Abstand zur Wand nicht groß genug ist. Der Schlauch ist dabei in Sektionen unterteilt und damit können verschiedene Farben und Farbverläufe dargestellt werden. Normale Hue-Produkte können ja sonst immer nur eine Farbe gleichzeitig darstellen. Die Installation am Fernseher ist schnell und einfach erledigt, dank dieser kleinen Halterung, die direkt auf das TV-Gehäuse geklebt werden. Der Schlauch wird dann einfach nur noch eingeklipst und hält in Position. Tja, und dann kann der Filmabend auch schon beginnen, würde ich mal sagen. Schaut mal, was euch da erwartet. Was ihr tun müsst, um mit diesem Philips Hue-Paket im Wert von über 600 Euro eure Bude in ein anderes Licht zu tauchen, ist ganz einfach. Lasst dem Kanal ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt, Video liken, auf einer Plattform eurer Wahl mit Freunden teilen und einen Kommentar schreiben mit dem Hashtag M1MXmas2020 und schon seid ihr am Start. Alle Infos zur Verlosung und wo die Gewinner bekannt gegeben werden, findet ihr in der Videobeschreibung, checkt das also bitte ab. Ich hoffe, euch hat meine Xmas Party gefallen, ich wünsche euch allen trotz der aktuellen Lage schöne Feiertage, passt auf euch auf und ho ho ho. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios.